Hallo zusammen, ich bin Tim Edler, Songwriter, Sänger und Music Coach. Und nach meinem ersten kleinen Erklärvideoversuch, in dem ich euch erzählen wollte, woraus ein Song besteht, welche einzelnen Elemente zusammenkommen, um danach ein großes Ganzes zu bilden, möchte ich heute mal ein Video machen und euch erklären, wie ein Song entsteht. Und das kommt eigentlich aus einer Frage heraus, die ich oft gestellt bekomme. Wie machst du denn einen Song? Hast du eine Textidee, eine Zeile und machst dazu dann Musik? Hast du erst Musik, spielst ein paar Akkorde, improvisierst auf dem Klavier und denkst dir dann einen Text dazu aus? Ja, beides ist richtig und beides habe ich schon oft gemacht, dass mich zum Beispiel ein Thema inspiriert hat oder ein Buch, das ich gelesen habe oder eine Situation, die ich beobachtet habe, dann einen Text dazu geschrieben habe oder einzelne Zeilen mir eingefallen sind und ich dann versucht habe, die passende Stimmung musikalisch dazu zu finden. Oder ich habe tatsächlich improvisiert, einfach gespielt am Klavier, habe bestimmte Akkorde, einen bestimmten Rhythmus oder eine Melodie entdeckt und habe dann versucht, einen passenden Text darauf zu schreiben. Beides ist richtig. Neuerdings suche ich aber nach anderen Ansätzen, um einfach auch mal andere Songs zu schreiben, als das, was ich bisher so, was bisher natürlich aus mir rausgekommen ist, und habe dabei einen anderen Ansatz verfolgt, nämlich, dass ich bewusst von etwas anderem ausgegangen bin. Zum Beispiel im Fall dieses Songs, den ich euch heute zeigen möchte, von einem Schlagzeugrhythmus. Also ich hatte zuerst einen Rhythmus, ein Schlagzeugbeat und habe dann versucht, mir musikalisch was dazu zu überlegen, geguckt, was passiert da in mir, in welche Richtung habe ich vielleicht Ideen, was könnte dazu passen. Und da nehme ich euch heute mal mit und zeige euch, wie darauf dann der Song entstanden ist. So, hier sind wir auch schon in Cubase, der DAW meines Vertrauens. Das ist das Programm, mit dem ich alle meine Songs aufnehme und mische und so weiter. Ja, man sieht natürlich eine Menge Spuren schon, die so im Laufe einer Produktion halt zusammenkommen. Das Grüne sind jetzt nur die Gesangsspuren und darüber dann die anderen Instrumente. Und da gehen wir direkt zu der Ausgangsbasis. Wie schon gesagt, ich wollte einfach mal einen anderen Ansatz verfolgen als, okay, ich habe ein Stück Text und mache da irgendwie Musik zu oder ich habe musikalisch irgendwas improvisiert und ich möchte da einen Text draufschreiben. Ich bin ausgegangen von einem Schlagzeugrhythmus, einem Groove, einem kleinen Stück, was einfach irgendwas in mir getriggert hat, wo ich gedacht habe, finde ich irgendwie interessant, ich könnte mir dazu was vorstellen. Der Klang ging so ein bisschen nach vorne, klingt positiv, offen, aber gleichzeitig nicht irgendwie mega hektisch oder irgendwas. Und der Klang oder klingt so. Ja, also nichts mega Spektakuläres, aber irgendwas hat es in mir getriggert, wo ich gedacht habe, okay, da könnte ich mir was zu vorstellen. Ich habe weiter diesen Ansatz verfolgt und habe weiter in Samples geguckt, also kleinen musikalischen Ausschnitten, die von einem Instrument zum Beispiel gespielt werden können. Und in diesem Fall bin ich bei einer Gitarre hängen geblieben, weil ich bin selber kein Gitarrist. Entweder lässt man sich dann was einspielen von jemand anders oder man benutzt Samples. Das ist natürlich eine adäquate Möglichkeit. Und bin bei etwas hängen geblieben, einem sogenannten Gitarren-Arpeggio, eine Gitarre, die verschiedene Töne immer wieder nacheinander in Schleife, also in einem Loop, spielt. Und irgendwie hat das Gefühl, ja, das bringt das Ganze so ein bisschen nach vorne irgendwie, das baut so eine Spannung auf und es bleibt aber trotzdem immer noch offen, sodass man viel dazu noch machen kann. Und dieser Gitarrenloop, der klingt für sich genommen so. Soweit. So, für sich genommen, auch eigentlich unspektakulär. Interessant wird es erst, wenn die beiden Dinge zusammenkommen. Kurzer Einwurf, ich könnte jetzt natürlich darauf eingehen, was ich noch alles gemacht habe. Also man nimmt meistens ja nicht einfach ein Sample, ballert das rein, alles klar, es funktioniert. Sondern man bearbeitet das noch aufwendig oft. Man macht zum Beispiel EQ, also dass man bestimmte Frequenzen rausfiltert. Oder in dem Fall habe ich natürlich noch einen Hall draufgeschmissen, dass das Ganze größer und weiter klingt. Möchte ich aber gar nicht so genau darauf eingehen, weil wenn ich das auch noch alles machen würde, dann würde das Video wirklich eine Stunde dauern. Deswegen erstmal einfach nur ein grober Überblick. Fragen könnt ihr mir natürlich immer noch in den Kommentaren stellen. Wir wollen jetzt mal hören, wie das zusammenklingt mit dem Schlagzeug. Und zwar so.
passt schon ganz gut zusammen. Aber ist natürlich noch nicht genug, um da irgendwie einen Song draus zu machen. Es muss weitergehen. Wir brauchen Harmonien. Also wir brauchen Akkorde, die da reinkommen, auf denen man dann auch eine Melodie aufbauen kann später. Und ich habe da lange gerätselt, mit welchem Instrument das sein könnte. Also die Akkorde kamen relativ schnell. Ich wollte irgendwas, einfach nur so kurze Einwürfe, die zwar ein bisschen Harmonie vorgeben, aber jetzt nicht sofort alles dicht machen. Also nicht ein Instrument, was die ganze Zeit spielt. Hab dann aber lange probiert, womit spiele ich diese Akkorde? Mache ich irgendwie einen Synthesizer-Sound, nehme ich ein E-Piano oder was ganz anderes? Habe ich wirklich lange ausprobiert und bin dann doch letztendlich bei einem ganz stinknormalen Klavier gelandet. Und das mache ich jetzt mal dazu an. Dann könnt ihr Schlagzeug, Gitarre und Klavier mal hören. Kommt jetzt gleich rein. Achtung. Okay, mal nur so weit. Aber man merkt, das gibt dem Ganzen schon wieder einen ganz anderen Charakter. Also, was heißt anderen Charakter? Aber man merkt auf einmal, ah, okay, ne? Das kriegt so eine bestimmte Richtung. Genau, das ist letztendlich die grobe Ausgangsbasis, auf der dann alles entsteht. Was ich dann gemacht habe, weil so ein paar Takte reichen ja nicht, um da irgendwie einen Song draus zu machen. Ich habe mir einfach erstmal einen sogenannten, also sozusagen einen Bauplan gemacht. Ich habe wirklich geguckt, welche Teile kommen im Song nacheinander, also die erste Strophe, dann kommt der Chorus. Meistens ist zwischen Chorus und Strophe noch ein sogenannter Pre-Chorus, der das Ganze dann so ein bisschen so eine Überleitung macht, ja, dass das nicht so aneinander getackert klingt. Genau, und habe das wirklich den ganzen Song durch, 3,5 Minuten circa, einfach mir aufgeschrieben, welcher Formteil kommt wann, wie lange dauert der, wie viele Takte, sodass ich wirklich genau wusste, okay, wo muss ich mir was überlegen, wie viel Platz habe ich da, wie muss ich den ausfüllen. Als das fertig war, hatte ich meine Basis. Und dann kommt das eigentlich Essentielle, die Melodie, der Gesang. Und zwar ist mein Grundsatz dabei so ein bisschen, dass ich sage, ein guter Song, egal wie fett der am Ende produziert ist, aber ein guter Song muss in der Basis auch funktionieren, einfach nur mit Klavier oder Gitarre und der Gesangsmelodie. Also ich muss mich hinsetzen können, das spielen auf Gitarre oder Klavier und dazu singen und es muss funktionieren. Und das ist im Prinzip da die Idee dahinter. Also es ist relativ offen, wir haben nur das Klavier, wir haben die Gitarre und das Schlagzeug. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir eine Melodie zu überlegen. Und in dem Fall auch, das wird auch oft gemacht, machen viele Kollegen, man fängt einfach an, man lässt es laufen, das Playback und fängt an zu singen. Und zwar erstmal irgendwas, irgendein Kauderwelsch, das muss noch in keiner Sprache sein oder so. Man macht irgendwie la la la, du du du, irgendwas. Und genau, versucht eine Melodie zu finden erstmal. Und ich bin relativ schnell auf eine Melodie gekommen, die dann ungefähr so ging. Und das wurde dann die Strophe. Und so muss man sich das vorstellen, so geht das dann weiter. Manchmal formt man so Vokale beim Singen, die schon an irgendwelche Worte erinnern und so fängt dann langsam an, sich einen Text zu formen oder kleine Wortfetzen, aus denen dann mehr wird, ne, wo sich eine Idee draus spinnt. Aber ich zeige euch mal direkt, wie das dann jetzt zusammen klingt. Natürlich schon mit Text. Pass mal auf. The time is flying by every day. I try to get it off my mind to keep me sane. The clock is ticking round and round so mercilessly. Soweit, ne? Genau. Man merkt, ja, das Bild wird immer dichter. Also man hat jetzt eine Melodie, die man hört, die man nachverfolgen kann, die so einen roten Faden bildet und die einzelnen Elemente kommen dann tragend natürlich dazu. An dieser Stelle, auch da, es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, die ich jetzt in kurzer Zeit zusammenfasse, die das Bild natürlich nicht hundertprozentig widerspiegeln, aber ich denke, man kriegt eine ganz gute Idee. Jetzt geht's weiter, im Prinzip mit gefühlt Kleinigkeiten. Ne? Was fehlt natürlich bei einer Band? Der Bass. Also dass untenrum ein bisschen was passiert, dass ein bisschen fetter wird. Ne? Der kommt natürlich auch dazu, den spiele ich euch gleich mal rein. Achtung.
trips me up and weighs me down. Misery loves company, so let's get down. Mach die Einwürfe mit vom Klavier. And have it our own way. Let's stop the clock and live just for today. Man hört, aha, anderer Akkord auf einmal. Das ist genau das, was ich eben meinte. Das ist dieser Übergang zwischen Strophe und Refrain, der Pre-Chorus. Genau. So, für sich genommen funktioniert das so schon ganz gut. So, jetzt kommt der Chorus. Und da haben wir so einen ersten Wechsel. Ihr habt die ganze Zeit diesen Gitarrenloop gehört. Da, 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 da. Wenn ich den jetzt das ganze Lied durchlaufen lasse, ne, hat man irgendwann das Gefühl, selbst wenn man nicht weiß, woran es liegt, aber irgendwann hat man das Gefühl, boah, langweilig, irgendwie, ne, passiert da nichts. Also spielt die Gitarre einfach im Refrain was anderes. Achtet mal drauf. Achtung! Bisschen funky, ne? So. Auch Schlagzeug wäre ja zu langweilig, wenn er die ganze Zeit das Gleiche durchspielt. Also habe ich noch ein Tambourin dazu gemischt. Klingt so. Hört mal rein. Vielleicht hört man's. Aha, da ist es. Und natürlich haben wir auch da eine Melodie. Die mache ich mal mit dazu. Aha. Ne, und so baut sich langsam das Bild immer weiter auf. Was ich eben erwähnt habe, die ganzen Gesangsspuren, alles in grün. Das seht ihr hier unten. Das heißt, es ist natürlich nicht nur die Hauptstimme, die ihr gerade gehört habt, sondern es sind natürlich sehr, sehr viele noch Doppelungen und zweite, dritte, vierte Stimmen, die dazukommen. Ich mache die mal mit an und ihr werdet merken, dass das direkt eine ganze Menge dazu tut. Passt auf. Machen wir mal wieder Anfang Refrain. Ne, man merkt also, es füllt sich auf einmal und da passiert richtig was, obwohl der Song an sich, der Ablauf, ist immer noch der gleiche, ne? Aber durch diese einzelnen Elemente wird es auf einmal wirklich zu einem Song. Und um noch eine Nummer draufzusetzen, habe ich mir gedacht, Bläser wären richtig geil. Die kommen jetzt mit rein. Die habe ich selber natürlich dann eingespielt. Klingt so. We got so much love to share. Also, ihr seht, so baut sich das immer mehr auf, ne? Also, ich könnte noch Stunden weiter erzählen über jedes kleine Detail, was ich dazu getan habe. Und ihr seht alleine hier schon, wenn ich das mal markiere, hier in diesen 1, 2, 3 Spuren sind immer nur so kleine Fetzen drin. Das sind alles so noch Übergangseffekte zwischen den einzelnen Formteilen. Aber soweit erstmal als Überblick. Und ich mache jetzt mal Folgendes für euch. Wir hören uns jetzt einfach mal, gucken, ob ich alle Elemente jetzt dabei habe, jawohl. Wir hören uns jetzt einfach mal den Song von Anfang bis zum Refrain an. Viel Spaß dabei, klingt so. Backing vocals. The clock is ticking round and round so mercilessly. It drops me up and weighs me down. Misery loves company. So let's get down and have it our own way. Let's stop the clock and live just for today. We are living each and every day. Though we hardly seem to care. Let us stop. Life to share.
got so much life to share. Genau. Soweit als kurzer Überblick. Ja, ich hätte natürlich auf viele, viele Details eingehen können, die jetzt alle draußen geblieben sind, noch in der Erklärung. Aber dann wird das Video wirklich stundenlang. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, wenn euch bestimmte Sachen interessieren, die ich jetzt nicht erwähnt habe, dann gerne unten in die Kommentare, schreibt mich an. Ich werde auf jeden Fall alles beantworten, freue mich über Fragen. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren und an die Glocke denken, damit ihr über zukünftige Videos benachrichtigt werdet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende und bis demnächst. Ciao.